Ja, Florian, vor ein paar Tagen ist ja Disney Plus gestartet und ich habe die Chance direkt mal genutzt und habe massivst Disney-Aktien gekauft. Jetzt ist die Aktie auch schon wieder 5, 6% hochgegangen. Ich freue mich. Dividende ist, glaube ich, auch ganz in Ordnung. So ein Schwachpunkt könnte vielleicht die Bilanz sein. Wie siehst du das? Gutes Investment? Wir haben ja Disney auch in den Fonds an sich sehr starkes Investment, weil sie es einfach geschafft haben mit ihren Marken, die sie haben. Jetzt einfach mal grob die Mickey Maus. Kennt jeder. Die haben es so extremst gut skalieren können, so viele andere Einnahmen damit generieren. Und dahingehend Walt Disney von ihrer Markenbildung und Markennutzung sehr interessantes Unternehmen. Jetzt mit dem Streaming-Dienst sind sie noch mehr am Kunden, können noch mehr die Kundeninteressen für sich studieren. Und das führt natürlich auch langfristig dazu, dass die Einnahmen steigen können, aus meiner Sicht. Ja, sehr schön, freut mich. Aber im Zuge von Corona sind natürlich so einige Aktien abgestürzt an den Märkten. Wir wollen uns gleich ein paar Unternehmen anschauen, aber auch mal auf ein bisschen auf die grobe, auf die große Börsenlage schauen. Viel Spaß, liebe Zuhörer. Ganz gleich, wie die Aktienmärkte heute stehen. Ob der Bär mürrisch grummelt oder der Bulle mutig mit den Hufen scharrt. Wir machen Sie fit für Ihren langfristigen Erfolg an der Börse. Willkommen beim Privatinvestor-Podcast. Willkommen aus dem Homeoffice, liebe Zuhörer. Bevor wir knallhart auf die aktuelle Börsenlage schauen, zunächst unser bekannter Disclaimer. Alles, was Sie in diesem Podcast jemals hören werden, sind stets unsere eigenen höchst subjektiven Einschätzungen. Genau deshalb übernehmen wir keinerlei Haftung für Ihre Transaktionen an der Börse. Denken Sie mal daran. Geldanlage ist Chefsache, nämlich Ihre eigene. Ja, was haben wir beobachtet in den letzten 2 Wochen? Pascal, Florian an den anderen Enden meiner Leitung. Einen massiven Abverkauf in den letzten 2 Wochen. Wir haben gesehen, alle wollen massiv jetzt Liquidität, alle wollen Cash, alles wird abverkauft. Aktien werden verkauft, Anleihen werden verkauft, Gold wird verkauft. Ja, sonst hat man immer gesagt, ja, wenn Aktien fallen, steigt Gold. Das ist diesmal nicht so. Auch Gold wird verkauft. Wir sehen eine große Volatilität an den Börsen. Und selbst Buffetts Portfolio ist in der Spitze mit 37% abgerauscht in die Tiefe. Niemand wurde also verschont. Ich denke, unsere Fonds auch nicht, oder Florian? Das ist wohl so. Ja, wir haben auch ein Minus zu verbuchen. Und wir hatten ja Liquidität, dahergehend eine gewisse Vorbereitung. Aber es ist falsch, wenn man denkt, Liquidität sichert einen ab gegenüber einem Abschwung. Das ist grundsätzlich falsche Denkweise. Liquidität hilft, in dem Moment des Abschwungs günstig Vermögenswerte einzusammeln. Und genau das machen wir aktuell. Wir kaufen Schritt für Schritt sehr günstige Unternehmen, die uns hohe Renditen auf den nachhaltigen Cashflow bieten. Und da sind wir sehr fleißig und senken sukzessive unsere Liquiditätsquote. Und wenn wir das dann vollständig gemacht haben, dann gehen wir über in die Stufe 2 unseres Krisenmanagements oder unser Management, um die Chancen zu nutzen, die vorhanden sind. Und dann tauschen wir halt defensive Investments, die vielleicht auch gestiegen sind, können wir vielleicht im Anschluss dann nochmal besprechen, wer als Gewinner von so einer Krise hervorgehen kann. Tauschen wir in Unternehmen, die sehr abgestraft werden von der Krise, aber zu Unrecht. Das heißt, Unternehmen, die dennoch eine starke Bilanz haben, starke Zukunftsperspektiven, und die probieren wir dann ins Portfolio einzusammeln, Schritt für Schritt, um dann langfristig davon eine Outperformance zu erzielen. Und das ist uns ja schon in der Finanzkrise geglückt, und wir sind zuversichtlich, dass das auch jetzt so sein wird. Frage ist natürlich, sind das jetzt schon diese paradiesischen Zustände, wo man voll zuschlagen kann oder muss man vielleicht doch eher etwas abwarten? Solche und ähnliche Fragen haben wir auch aus der Community bekommen, von Privatinvestor-Club-Mitgliedern, von Abonnenten unseres Börsenbriefes. Und eine interessante Sprachnachricht genau zu diesem Thema hat uns auch erreicht. Sehr geehrtes Privatinvestor-Team, steht uns auf sicher eine Rezession bevor? Wenn ja, würden die Kurse nochmal abstürzen? 10, 20, 30%. Wäre es demnach ratsam, mit Nachkäufen noch zu warten? Vielen Dank und alles Gute, Dietmar Braun.
Okay, wir haben Herrn Braun gehört. Ja, die Frage ist, droht uns jetzt natürlich die Rezession? Ja, also alle Experten oder die, die sich dafür halten, sagen natürlich ja. Frage ist, wie lange wird die Rezession dauern? Sollten wir jetzt schon nachkaufen? Sollten wir etwas warten? Wie ist im Moment unsere Meinung oder eure Meinung, Pascal, Florian? Wie agiert ihr in den Fonds? Setzt ihr jetzt schon alles voll auf Nachkäufe? Also man muss ja auch immer wissen, dass die Börse einiges vorwegnimmt und meistens auch einfach den schlimmsten Fall, also eine sehr lange Rezession in dem Fall. Das heißt, wenn das dann nicht eintrifft, bekommen wir jetzt schon gute Kurse. Wenn das eintreffen sollte und wir bekommen die Möglichkeit, dass die Börse weiter sinkt um 20%, dann werden wir das natürlich auch nutzen, um für uns weitere Aktien einzusammeln. Das heißt, jetzt sich zurückzuhalten und nichts zu tun und das, die Liquidität noch am Rand zu halten, vollständig halte ich für falsch. Man sollte es schon Schritt für Schritt einsetzen. Natürlich hat niemand eine Glaskugel. Niemand weiß, wann wirklich der unterste Punkt erreicht ist. Aber müssen wir auch nicht, weil wir wissen jetzt schon, dass wir vernünftige Renditen bekommen auf die nachhaltigen Cashflows. Und wir wollen ja jetzt nicht unbedingt frech oder gierig werden. Uns reichen ja eigentlich schon 15%. Und wenn die Kurse jetzt noch tiefer fallen, kriegt man dann halt vielleicht 17 oder 20. Aber mit 15% langfristig fahren wir auch schon ganz gut. Ja, genau. Also, und da ist ja die Berechnung des inneren Wertes, so wie wir das vornehmen, auch in unsere Datenbanken, ein sehr hilfreiches Tool, woran wir eben sehen können, ach, die Aktie, das Unternehmen ist im Moment mehr als fair bewertet, sehr günstig bewertet. Jetzt können wir zuschlagen, ganz egal, ob jetzt wirklich die Rezession schon da ist, ob sie noch kommen wird. Solche makroökonomischen Fragestellungen können uns relativ kalt lassen. Wir sehen anhand unserer Berechnung, ja, jetzt können wir kaufen oder eben nicht. Genau, so ist es. Also auch nur ein Blick auf den Buffett-Indikator zeigt ja, der stellt im Prinzip das Verhältnis von Weltwirtschaftsleistung zu der Weltmarktkapitalisierung. Und da kann eine Rezession kommen. Wie kräftig wird eine Rezession sein auf die Weltwirtschaftsleistung? Sagen wir mal -20%. Also noch weiter glaube ich fast nicht, weil es halt viele Bereiche gibt, denen es gut geht, die mehr Nachfrage erfahren, ein paar Bereiche gibt, denen es weniger gut gibt und vor allem China jetzt auch schon wieder zur Normalisierung zurückgekehrt ist und wir wissen ja, dass einiges an Wirtschaftsleistung aus China stammt und da ist halt hingehend, wenn man jetzt sagt, okay, man rechnet ein Minus ein von 20%. Was heißt das für die Weltwirtschaft? Grob gesagt einfach, dass die Weltwirtschaft 2,5 Monate, also 2,5 Monate fast nichts mehr machen müsste. Und das ist ja auch nicht der Fall. Dementsprechend kriegen wir jetzt schon bei diesem Verhältnis, bei diesem Buffett-Indikator schöne Renditen heraus, weil die Weltmarktkapitalisierung schon weit unter der Weltwirtschaftsleistung liegt. Also selbst zu einem rezessionsadjustierten Weltbip haben wir da noch eine Sicherheitsmarge, die über 5-10% liegt. Ja, genau, richtig. Und wir sind ja auch nicht die Einzigen, die jetzt nachkaufen in der aktuellen Marktlage. Ich habe eine Prognose von JP Morgan gelesen, beziehungsweise eine Analyse, nach der jetzt schon sehr viele institutionellen Anleger wieder sehr stark einsteigen in den Markt und wieder auf der Long-Seite sind und kaufen. Wollen wir uns vielleicht ein paar. Ja? Sehr, sehr große Vermögen werden in der Krise gemacht. Ja, genau. Also, wenn alles hoch ist und man da große Vermögen erwartet, das wird meistens nicht eintreffen, sondern da ist halt die Gier dominant und dann wird man eventuell auf den Mund fallen. Aber wenn es unten ist, dann ist es so, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, vernünftige Renditen einzusammeln und langfristig davon zu profitieren. Ja, wir kennen ja alle das Bonmot von Buffett, war es, glaube ich, im Einkauf liegt der Gewinn. Wollen wir uns vielleicht ein paar Unternehmen angucken, die jetzt gerade interessant sind, Florian, Pascal? Viele Marktbeobachter sagen, ja, jetzt gerade in der Krise, wir haben mehr oder weniger Lockdown auf der ganzen Welt, in manchen Ländern stärker, in manchen schwächer. Aber jetzt in der aktuellen Phase, wo wenige Leute draußen sind und konsumieren können, da profitieren vor allem die großen Tech-Giganten, Amazon und Co.
Welche Titel haben wir denn da in der Datenbank, die vielleicht in der Phase jetzt hier interessant sein können? Also wir haben aktuell auf unserer Monitorliste ein Unternehmen, was direkt Konkurrent ist zu Amazon. Das ist JD.com und wir haben Alphabet. Und ich glaube, beides sollte man getrennt betrachten, weil Alphabet hat das Problem gegenwärtig, dass die halt auch den größten Einnahmepfad bekommen durch Werbeeinnahmen. Und wie das nun immer so ist in der Rezession, nur die besten Unternehmen steigern ihr Werbebudget, wenn es unten ist, wenn im Prinzip die Angst regiert und jeder denkt, es geht ganz weit nach unten. Nur dann werden die Werbebudgets auch reduziert, was dazu führt, dass halt auch Alphabet weniger Einnahmen bekommt. Mhm. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, jetzt ist Zeit da. Jetzt haben viele Leute Zeit, sich zu informieren, über Google oder bei YouTube Videos anzuschauen. Das heißt, das gleicht sich auch ein bisschen aus. Aber insgesamt kann man davon ausgehen, dass auch an Alphabet diese Delle nicht ohne Spuren vorbeigeht. Ja, auch wenn die Leute mehr Zeit haben. Die Werbebudgets der Unternehmen, die eben über Alphabet oder Google werben, die werden ja nicht größer jetzt in der Krise oder Rezession, richtig? Das stimmt wohl. Aber dennoch gibt es Unternehmen, die auch antizyklisch investieren in dem Bereich, die dann einfach auch dieses Alphabet-Programm ist ja eine Art Bieterverfahren. Das heißt, wenn du auf der einen Seite weniger Bieter hast, bekommst du die gleiche Anzeige für einen günstigeren Preis. Und das machen sich natürlich auch viele clevere Unternehmen zunutze. Ja. Das heißt, ja, also manche, die meisten fahren die Werbebudgets runter, aber manche halten sie zumindest stabil und werden da auf Basis dessen halt gestärkt aus der Krise hervorgehen, weil sie einfach dadurch Marktanteile gewinnen können. Wenn alle anderen ja keine Werbung mehr machen und du bist der Einzige, der noch einigermaßen Werbung macht, dann hast du halt auch einen Vorteil, wenn es mal wieder anzieht. Ja. Bist du umgetechnet. Also Alphabet auf jeden Fall wäre jetzt ein Investment wert. Gutes Langfristinvestment haben wir auch sehr ordentlich bewertet bei der Königsanalyse. Ja, ein anderes Unternehmen, was vielleicht oder mit Sicherheit jetzt profitieren wird von der gestiegenen Freizeit der Leute, ist Walt Disney. Ich habe es im Intro angesprochen. Ich selber habe hier ein bisschen was investiert in den letzten Tagen. Ja, vielleicht so ein kleiner Minuspunkt ist die Bilanz des Unternehmens. Es wurde viel Geld investiert, um mit den anderen Streaming-Portalen technisch auf eine Höhe zu kommen. Wie seht ihr das Unternehmen aktuell? Also da muss ich dir auch ein bisschen widersprechen, wenn ich ehrlich bin. Weil Disney profitiert erstmal, wenn man den Konzern als Gesamtes betrachtet nicht. Warum? Weil sie zum einen halt immer noch viele Einnahmen bekommen über ihre Freizeitparks. Ja. Die sind geschlossen. Dann bekommen sie Einnahmen über Kinos und ihre Kinofilme. Die sind teilweise auch zu. Das heißt, dieses Streaming-Produkt, was jetzt profitiert, das läuft ja jetzt erst an. Das heißt, das kann doch nicht dieses große Zugpferd sein. Aber generell profitiert halt Disney, wie ich schon gesagt habe, durch diesen Streaming-Dienst sind sie näher am Kunden, wissen, was der Kunde mag, was die Interessen sind, können eine bessere Datenanalyse betreiben und so können sie halt auch sehr gut gefilterte Kinofilme oder Serien machen, produzieren, die dann halt langfristig die Einnahmen steigern sollten. Oder auch ihre Themenparks halt so umgestalten, dass viele Interessen oder viele Leute sich da sehr, sehr wohlfühlen. Ja, und die Freizeitparks, die werden ja auch nicht ewig geschlossen bleiben. Das hoffe ich, ja. Genau, bezogen auf die Bilanz hat Walt Disney wegen der letzten Übernahme halt einiges an Schulden aufgebaut. Wir sind aber zuversichtlich, dass sie das Schritt für Schritt reduzieren. Positiv ist, dass die Eigenkapitalquote noch über 50% liegt, aber das Verhältnis von Nettoverschuldung zu Betriebsergebnis ist bei 4. Das ist schon nicht ohne. Das muss man wirklich so sagen, dass man da halt
Sicheren Unternehmen einkauft, zwar mit sehr starken Margen und langfristig stabilen Cashflows, aber gegenwärtig schon verschuldet. Ja. Und aber bezogen auf die Zinsen, dass die Zinsdeckungsrate, die ist noch voll gegeben. Also das Unternehmen muss noch nicht unbedingt einen hohen Prozentsatz seines Betriebsergebnisses aufwenden, um die Zinsen zu zahlen. Das heißt, langfristig hat das Management halt auch die Situation genutzt und hat zu günstigen Konditionen sich refinanziert und kann halt davon auch langfristig profitieren, wenn, wie er hofft, auf die neuen Investitionen die Cashflows folgen. Anderer Bereich, in dem Unternehmen profitieren können, jetzt im Moment noch nicht profitieren, die ganz stark abgestraft werden im Moment an den Märkten, aber vielleicht oder sehr wahrscheinlich in Zukunft wieder anziehen werden, ist die Touristikbranche und die Logistikbranche. Und auch dort haben wir einige Unternehmen in der Datenbank, allen voran die Deutsche Lufthansa, aber auch jetzt als jüngster Kandidat in unserem Dividendenbörsenbrief das Unternehmen Aena. Ein Flughafenbetreiber. Pascal, ich glaube, zu beiden Unternehmen kannst du etwas sagen. Ja, na klar. Wir sehen natürlich die Lufthansa insbesondere dadurch belastet, dass der Luftverkehr oder der Flugverkehr nahezu vollständig eingestellt wurde. Ich glaube, die letzte Information, dass etwa so 5% der Flüge noch unterwegs sind, das wird das Ergebnis natürlich belasten. Dann ist auch schon nach Staatshilfen gefragt worden. Grundsätzlich sehen wir es allerdings so, wir erwarten eine Konsolidierung im Markt für Luftfahrt, Airlines. Hansa und Co. Airlines war das Wort, mein Gott. Airlines, ja. Aber wir sehen auf jeden Fall, dass Lufthansa davon einer der Gewinner sein kann. Wir haben in Italien schon die erste Airline gesehen, die in Staatshilfe gehen musste. Und das ist auch eine Sache, die werden wir in Zukunft wahrscheinlich oder in naher Zukunft auch für andere Airlines sehen. Allerdings Lufthansa als einer der großen Spieler wird da eher dazu beitragen und positiv aus dieser Konsolidierung hervorgehen. Dann hatten wir gleichzeitig als unsere Neuaufnahme Aena, ein Flughafenbetreiber in Spanien, beziehungsweise der Flughafenbetreiber in Spanien, die nahezu alle Flughäfen in Spanien betreiben. Dazu noch einige Flughäfen in Südamerika, sowie den Flughafen in London, Latten. Und die ist natürlich jetzt auch stark betroffen, dadurch, dass der Flugverkehr so eingestellt wurde. Gleichzeitig wird natürlich Spanien als eins der Top-Urlaubsländer weiterhin bleiben. Wenn die Corona-Krise abflaut, und wir sind davon überzeugt, dass sie das tun wird, es ist jetzt nur die Frage, ob das mittel-, kurz- oder langfristig sein wird. Mhm. Allerdings, da würde es wieder auch ein Anziehen geben, dass Spanien als Urlaubsland natürlich weiterhin attraktiv bleiben wird und so natürlich auch die Cashflows für Aena gesichert bleiben. Ja. Ähnliches Unternehmen ist ja auch Carnival. Ich glaube, da stehen weiterhin alle Kreuzfahrtschiffe still, soweit ich das in Erinnerung habe. Ja, die Häfen sind voll belegt mit den Kreuzfahrtschiffen, aber auch da wird es nach Abflauen der Corona-Krise mit Sicherheit wieder aufwärts gehen. Im Moment notiert die Aktie weit unter dem von uns berechneten inneren Wert. Ja. Muss man natürlich auch sagen, wie sind sie vorbereitet auf die Krise? Und da muss man sich sozusagen die Schuldentilgungen in nächster Zeit anschauen. Gerade jetzt im Jahr 2020 werden ungefähr 1,8 Milliarden fällig. Das sind ungefähr ein Drittel von einem normalen operativen Cashflow. Wir gehen aber davon aus, dass die Flotte steht still, die Cashflows kommen nicht wie erwartet. Das heißt, ja, irgendwann am Ende des Jahres wird das schon wieder zur Normalität zurückkehren. Aber auch wenn man davon ausgeht, dass sich der Cashflow halbiert, kann das Unternehmen dennoch ungefähr mit 66% die Verschuldung tilgen. Was ich bei der AIDA-Mutter auch noch gut fand, die haben jetzt gesagt, okay, es gibt einige Krankenhäuser, die total überlastet sind, auch in Hafenstädten. Und wir unterstützen jetzt, indem wir unsere Schiffe zur Verfügung stellen. Da können teilweise Krankenhäuser draus gemacht werden mit Kapazitäten von bis zu 1000 Patienten.
Und hier können halt die Patienten, die nicht unbedingt jetzt ein Coronavirus haben, sondern auch andere Patienten, die Kapazität, also die Nachfrage haben nach vernünftigen Betten, halt da untergebracht werden. Ich bin gespannt, wie das angenommen wird von den Gesundheitsbehörden. Aber insgesamt ist das ein guter Schachzug. Oder beziehungsweise ein guter Zug, finde ich. Und zeigt auch, wie gut Kanimal aufgestellt ist. Ja. Ja, generell finde ich, sieht man ein paar gute Schachzüge, auch was die Automobilindustrie angeht. Einige Autobauer haben ja angekündigt, Beatmungsgeräte herstellen zu wollen, auch wenn das vielleicht technisch oder produktionstechnisch nicht in allen Fällen möglich ist. Aber da sieht man doch schon positive Anzeichen, dass man halt eine schöne Zusammenarbeit weltweit hinbekommt, dank des Kapitalismus. Ja, und auch Sixt will ja im Prinzip seine Mietwagenflotte auch Ärzten und Krankenschwestern kostenlos zur Verfügung stellen, die einfach auf dem Weg zum Dienst nicht mehr die öffentlichen nutzen wollen. Finde ich auch ein feiner Zug. Ja, sind so einige schöne Beispiele. Haben wir ein Unternehmen vergessen, was wir heute empfehlen wollten? Ich glaube nicht. Wir sind jetzt alles durchgegangen. Vielleicht noch die Frage, warum haben wir jetzt JD als großen Konkurrenten zu Amazon in der Datenbank, aber warum empfehlen wir nicht Amazon selber? Amazon selber ist uns sehr, sehr, sehr zu gut gelaufen in der Vergangenheit. Das heißt, insgesamt war das Unternehmen schon recht teuer. Darüber hinaus hat JD.com einfach den größeren Markt. Die sind in China mit einer der größten Online-Händler. Und was auch wichtig ist zu wissen in der aktuellen Situation, sie sind auch die umsatzstärkste Online-Apotheke. Und da hat ja Amazon noch nicht so richtig Fuß gefasst. Und es ist auch ein sehr schnell wachsendes Geschäft, wo vor allem jetzt JD.com in China auch einen sehr guten Job gemacht hat. Und ja, was ist noch der Vorteil von JD.com? Die haben als Firmenphilosophie, dass keine Fälschungen verkauft werden. Ja, das war zuletzt auch so ein Thema. Ich habe es im Manager-Magazin, glaube ich, zuletzt gelesen, dass Beschwerden über Betrugsfälle auf Amazon.com, aber ich glaube auch auf anderen regionalen Seiten von Amazon zunehmen. Da gab es einen ausführlichen Artikel im Manager-Magazin. Und ich denke, das ist vielleicht auch so eine Chance wieder auch für den lokalen Einzelhandel, wenn er jetzt nach der Corona-Krise wieder aufmacht oder eben auch für kleinere Online-Anbieter, für Konkurrenten von Amazon, dass die Leute vielleicht wieder ein bisschen mehr so ein kuratiertes Angebot haben möchten von ihrem Händler und nicht einen riesengroßen Marktplatz, wie es Amazon im Moment bietet, wo sich dann irgendwie dann doch jeder tummeln kann, wie er lustig ist und irgendwelche White-Label-Produkte aus China mit seinem Stempel ordern kann und dann verkaufen kann. Genau. Und als JD.com mit seiner Politik schon ein bisschen voraus. Ja. JD.com macht das da schon wesentlich besser und sind natürlich auch viel beliebter bei Markenunternehmen. Also die haben exklusive Partnerschaften halt mit LVMH, mit Apple und die halt da ihre Produkte anbieten. Das macht das Unternehmen langfristig stärker und die haben die eigene Logistik. Das heißt also, die nehmen erstmal die Produkte aufs Lager und können dann halt prüfen, ob es Fälschungen sind oder nicht und können dann entsprechend Fälschungen auch sofort aussortieren. Das macht ja Amazon auch nicht vollständig. Ja. Und die eigene Logistik sorgt natürlich auch dafür, dass die sehr nah am Kunden sind. Die können teilweise Bestellungen innerhalb von 6 Stunden zum Kunden bringen. Jetzt auch über Drohnen in China. Das geht also sehr schnell. Da sind sie schon sehr, sehr gut aufgestellt. Schlagwort LVMH. Da habe ich noch eine kurze Story zu ergänzen. Bei LVMH war es auch so, dass die ihre Produktion vom Parfüm umgestellt haben. Also es gibt jetzt kein Christian Dior Parfüm, sondern es werden jetzt Desinfektionsmittel auf den kleinen Fertigungsstrecken hergestellt. Und das finde ich eigentlich auch ein feiner Zug. Und man sieht hier halt auch, dass es viele gute Unternehmer gibt, die entsprechend da auch die guten Knöpfe drücken und dafür sorgen, dass der Gesellschaft langfristig besser geht. Ja, das zum einen, aber natürlich auch sind das neue Umsatzquellen für Unternehmen. Das geht natürlich Hand in Hand. Das Mittel wird kostenlos an die Gesundheitsbehörden zur Verfügung gestellt. Ja, siehst du mal, ja. Ja, sehr schön.
schöne Meldung zum Ende. Fällt euch beiden noch etwas ein? Sollen wir noch ein bisschen was, habt ihr oder ja, ein bisschen mehr Makro auf Corona eingehen, auf die Corona-Krise, auf politische Maßnahmen? Ich denke, da können wir als Analysten dann doch eher ja, gelassen bleiben. Wir schauen uns die einzelnen Unternehmen an, die große politische Lage. Die verfolgen wir natürlich, preisen das vielleicht auch so ein bisschen ein in unseren Bewertungen. Aber wir sind da eben auch, wir sind vor allem keine medizinischen Experten, wir sind auch keine Politiker und können da, glaube ich, relativ wenig zu sagen, denke ich. Wir hoffen natürlich, dass die Krise abflauen wird, da gehen wir auch fest von aus. Ich persönlich, das ist jetzt so meine persönliche Einschätzung, ich denke, diese Lockdown-Phase, die wird jetzt auch nicht mehr lange dauern können. Ich denke, jetzt hier in Deutschland bis nach den Osterferien, vielleicht noch bis Anfang Mai, aber dann muss sich das gesellschaftliche Leben auch wieder normalisieren. Anders geht das, glaube ich, gar nicht in Deutschland oder in Europa, dass man dann vielleicht einzelne Risikogruppen dann eher isoliert und nicht die große Masse. Das denke ich auch, ist der bessere Weg. Ja, anders geht es, glaube ich, auch wirtschaftlich gar nicht voran. Absolut. Ja, gut. Fällt euch noch ein Thema ein? Liegt euch noch was auf dem Herzen? Soweit alles besprochen. Ja. Das ist eine sehr spannende Phase. Wir können Schritt für Schritt gute Investments zu hohen Renditen auf ihre nachhaltigen Cashflows einsetzen. Wir haben natürlich auch keine Glaskugel. Wir wissen nicht genau, wann es unten ist, aber wir wissen eigentlich, dass der Markt gerade jetzt in der Situation, wo es extremst schnell ging nach unten, auch schon extremst viel einpreist. Wir da eigentlich einen ganz guten Boden haben, eine ganz gute Wiese zum Grasen und das natürlich nutzen. Ja, gut. Macht Spaß im Moment. Von den Tiefs ja auch schon eine gute Erholung gesehen und sind da zuversichtlich. Okay, also so kann es erstmal weitergehen, noch ein paar Tage. Ein bisschen Cash habt ihr, glaube ich, noch in den Fonds, dass ihr agieren könnt. Genau. Ja, liebe Zuhörer, wenn Sie Fragen haben, Anmerkungen, Kritik, Hinweise, dann beachten Sie bitte unsere Handynummer. Das ist die 01573 162 9921. Ich wiederhole, 01573 162 9921. Schreiben Sie uns gerne per WhatsApp, per Telegram, schreiben Sie uns SMS, schicken Sie uns auch Sprachnachrichten. Wir fügen die hier gerne in unsere Podcasts ein und beantworten diese Fragen dann auch entsprechend. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht, auf Ihre Fragen. Ja. Verbleiben dann erstmal bis zur nächsten Sendung. Bleiben Sie gesund und munter und auf gute Investments. Wir sagen tschüss. Servus, alles Gute. Ciao.